Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Play Coldborough Park Farm mit Aru. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in der letzten Folge hatten wir Getreide verkauft. Die erste Feldmission haben wir erfüllt. Da sind wir mit einer Güllespritze oder Düngespritze übers Feld gefahren. Haben eigentlich alles kaputt gemacht wegen der Fruchtzerstörung. Das tut mir leid, aber der Bauer wollte das so. Und wir werden mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich habe gerade schon gesehen, dass die Felder leider noch nicht erntereif sind. Aber es könnte noch was werden in dieser Folge, da ich ja auf 15 spiele und mit Pflanzenwachstum schnell. Eventuell wird es noch was. Und auf jeden Fall haben wir ja noch was zu verkaufen. Sonnenblumen, Sojabohnen und Mais. Und darum werde ich mich jetzt mal kümmern und in der Zeit werde ich euch ein bisschen was erzählen. Ja, ich war jetzt ein paar Tage nicht da, ist euch ja aufgefallen. Gab jetzt kein Video von mir, gab keine Streams. Das tut mir leid. Vor ein paar Tage habe ich einem Kollegen ausgeholfen und war immer nachts unterwegs. Auf der Messe. Ja, war ziemlich anstrengend, sagen wir es mal so. Ich laufe ja sonst nicht so viel, ne, bin ich einmal ehrlich. Und da kamen dann einfach mal so, ja, knapp 120 Kilometer zusammen in 4 oder 5 Tagen. War schon ganz ordentlich. Und ja, deshalb kam halt in der Zeit nichts, weil nachts arbeiten, ne, tagsüber pennen, war dann schon echt anstrengend. Keine Zeit zum Streamen gehabt, leider. Keine Zeit zum Aufnehmen gehabt. Jetzt wollte ich eigentlich gestern schon eine Folge aufnehmen. Da haben sie sich hier im Haus gedacht, wir machen mal 7 oder 8 Stunden lang Bauarbeiten und bohren mal. Wie die Anfänger. Das hat mich tierisch aufgeregt. Aber es ist vorbei, hoffe ich. Sie haben gerade eben nochmal gehämmert, aber das ist mir jetzt völlig egal. Ich muss was aufnehmen, Leute. Ihr braucht was. So, verkaufen wir die Sonnenblumen bei Biogas. Gibt es 1481 Euro. Ey, das ist ein richtig guter Preis. Ist das ein Angebot gerade oder was? Nee. Aber das ist gut. Gefällt mir. Dann werden wir mal die Sonnenblumen verkaufen. Was machen wir mit Sonnenblumen eigentlich? Ja gut, Sonnenblumenöl. Und Sonnenblumenkerne essen. Im türkischen Bazar, aber sonst? Ansonsten sind Sonnenblumen einfach nur schön und haben Langeweile und drehen sich den ganzen Tag zur Sonne. Nee, nee. Da ist dann eigentlich Weizen und Gerste schon... Ja. Obwohl Sonnenblumenkerne... Es gibt doch Quatsch, was laber ich denn? Hier so Körnerbrötchen und so. Sind doch auch Sonnenblumenkerne mit drauf, oder nicht? Irre ich mich. Naja. Ich habe das Gefühl, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, dass es jetzt etwas ruckelfreier ist. Dafür ist die Kantenglättung raus. Da muss ich mal schauen, ob ich die nicht noch über die Grafikkarte einschalte. Siehst du, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, ich Vogel. Aber die Kantenglättung im LS zieht ordentlich Leistung. Also, ja. Und die habe ich jetzt einfach mal ausgemacht. Und mir ist sofort aufgefallen, es läuft. Ich frage mich aber, warum. Und so schlimm sieht es gar nicht aus, oder? Ich glaube, die Grafikkarte hat nämlich schon eine Kantenglättung drin. Weil sonst würde es doch viel schlimmer aussehen. Ich bin zufrieden. Sagen wir es so. Tucker, Tucker, Tucker. Ein Fasttrack wäre eigentlich gar nicht schlecht für diese weiten Strecken. Aber 36.449 Euro, dafür muss ich noch ziemlich lange am Bahnhof stehen. So einfach kommt das Geld dann doch nicht zusammen. Leider. Naja, da muss ich meine Frau auch noch losschicken. Vielleicht kommt die Kohle dann rein. Biogas Power. So Leute, dann nimmt man hier meine Sonnenblumen, gibt die Kohle ran. Jawohl, 6.315 Euro. So muss das. Optimal, jetzt haben wir schon 42.000. Ey, das ist eine Entwicklung, wow. Naja, ich spiele auch auf normal. Aber das muss man, glaube ich, auch in so einem Singleplayer-Let's Play. Du willst ja vorankommen.
Ich habe ehrlich gesagt sogar überlegt, die Zeit müsste ich doch noch erstellen. Ich meine, es ist die dritte Folge und ich konnte meine Felder noch nicht ernten. Was haltet ihr denn von der Zeit auf 15? Zu langsam? Vielleicht sogar schon zu schnell? Keine Ahnung. Kauf lieber noch ein paar Felder, mach einen Wald. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ja der Plan, jetzt in die BGA einzusteigen. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt in dieser Folge noch wenigstens die Ernte beginnen kann. Und wenn nicht, machen wir noch eine kleine Mission. Ne, wir lassen uns ja hier nicht vom Spiel veräppeln. Ich will irgendwie mein Geld verdienen. Lass uns Kohle verdienen. Drehrunden auf dem Roller. Ja, es war sehr schön auf der Messe übrigens. Da habe ich ja vorhin sehr schnell das Thema wieder unterbrochen. Weil in der Nachtschicht sind die Leute, ich sag mal, nicht ganz so intelligent wie tagsüber. Und ja, das war recht gut. Also, Beispiel. Kollege, du machst Halle 7 sauber. Ich zeig ihm noch die Stelle, die Stelle, die Stelle. Also ich habe ihm wirklich jedem Haufen gezeigt, ohne Scheiß. Ich habe gesagt, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Mach einen Rundgang. Da treffe ich den Typen in Halle 2 oder Halle 1 wieder. Ich frage ihn dann, was machst du hier? Keine Ahnung. Okay, und hast du jetzt hier sauber gemacht? Ich weiß nicht. Also, ist keine Story. Es war unglaublich. Naja. Und dann sollte ich den letzten Abend noch, ich wollte nicht mehr, weil mir die Füße wehgetan haben und mein Kumpel meinte, bitte, ich brauche jemanden, der lesen kann. Alter. Nee, sorry. Ist schon echt hart. Naja. Was sagen die Felder? Gucken wir nochmal schnell rein. Na komm, hier. Aha. Ey, die haben sich schon gut entwickelt, guck mal. Sehr schön, noch eine Erntestufe. Sehe ich das richtig oder ist das schon die letzte? Das ist die letzte, oder? Ich verkaufe jetzt trotzdem noch das andere Zeug hier. Ist ja geil. Geil. Ne, Leute, wir machen erstmal Fettkohle, weil ich brauche doch ordentlich Geld, damit wir in die BGA einsteigen können. Da brauche ich einen Radler. Achso, plane. Plane. Junge, bist du verplant. Sojabohnen. Oh, die bringen richtig schön Geld. Mmh. Oh ja. Soja. Wo verkaufen wir die? Sojabohnen. 1088. Wednesday Stores. Das müsste da unten sein. Jawohl. Dann fahren wir mal zu Wednesday Stores. Ich mag diesen Traktor. Obwohl der International 1455 natürlich noch geiler ist. Aber das wäre jetzt wieder Geld ausgeben gewesen. Geht noch nicht. Später können wir ein bisschen rumrasen mit dem Geld. Wir haben ja auch noch einen Kreditrahmen. Also eigentlich können wir... Wir können expandieren, Leute. Hashtag expandieren. Und dann geht's bald richtig ab hier. La, 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 la. Ich verstehe eins nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe nie diese, ich glaube, das ist ja, ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, weil wie gesagt, ich habe diese Filme nie gesehen. Ich glaube, das ist ja hier diese Indiana Jones Mucke, ne? La, 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 la. Ich habe die Filme eigentlich nie gesehen. Ich glaube, einen habe ich mal gesehen oder so und fand es jetzt auch gar nicht so cool. Ich war da schon immer so ein bisschen anspruchsvoller, sagen wir mal so. Und naja, trotzdem diese Melodie, ne? Die hat krass, hat jeder im Kopf, genau wie Star Wars und so. Ist schon heftig eigentlich. Irgendjemand hat mal zu Hause gesessen, hat eine Melodie komponiert und ja, die ist bei jedem jetzt im Kopf. Musik ist was Schönes. Schön, dieser Themensprung. Mm. Ja, Musik ist auf jeden Fall schöner als Filme. Das war die Kernaussage, ja. Was ist denn hier eigentlich auf dem Feld passiert? Also ich weiß nicht. Okay.
Okay. Kann man mal machen. So, Leute, nehmt meinen Scheiß hier, Wednesday Stores. Sonst drehe ich am Rad. Und bezahle mich vernünftig. Sonst komme ich mit meiner Kuhgang. Boom. 50.000. 7.500 für diesen Hänger bekommen. Optimal. Ja, richtig schön, Leute. Schön. Wir haben Geld. Und habe ich jetzt überhaupt noch was im Lager? Ja, Körnermais, ne? Körnermais. Ja, Körnermais ist noch da. Ja, das habe ich so schnell gesehen. Ich weiß ihr nicht, aber ich habe es gesehen. Geil. Ne, da freue ich mich. Wenn das mal immer so schnell gehen würde. Ne, wenn man so Multiplayer spielt mit Kumpels oder so. Ja, ich habe was weggefahren. Was kaufen wir denn? Ist sofort immer alles in Luft aufgelöst. Und hier kann man erstmal sammeln. Ich komme ja gar nicht zum Ausgeben. Schön. Wenn es in echt so wäre. Jetzt noch die Subvention für meine Hektar? Das wäre schön. So eine Mod könnte man noch einführen. EU-Subvention. Jetzt neu, die EU-Subventionen-Mod. Kassiere bis zu 400 Euro pro Hektar. Und pro Jahr, also nicht pro Monat. Ne? Ist jetzt auch nicht so viel. Also, ich als Großgrundbesitzer profitiere davon eigentlich kaum. Wohne ich eigentlich hier? Ich glaube, ich wohne ja hier, weil hier stand ja mein Pickup. Das ist also quasi mein kleines bescheidenes Wohnhaus. Oh! Da bin ich im Busch gefahren vor lauter Aufregung. Weil wir kurz mein Schlafzimmer gesehen haben. Und die Alte hat mich wieder betrogen. Naja. So ist das Leben. Wenn man unterwegs ist, ne? Ganzen Tag auf dem Feld, auf dem Acker, da muss es auch jemanden geben, der die Frau beackert, ja. So, plane wieder auf, Befüllung starten, Körnermais nehmen wir noch mit und dann war es das auch. Schön. Körnermais geht zu Wednesday Stores, ebenso. Geil. Zack, plane wieder drauf. Das wird auch noch verkauft. Und ich glaube, dann haben wir die ganze Folge zwar nur Sachen verkauft, aber ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr erzählt wie in den letzten Folgen. Weil in den letzten Folgen ist mir selber so aufgefallen, ich war sehr ruhig. Was ja auch ganz schön war für mich, weil es war ja nach irgendwie 2 Wochen exzessiven Livestream, war das mal ganz schön, auch weniger zu reden und trotzdem irgendwie auf YouTube zu sein. Ich habe es dann genossen, aber habe mir dann so gedacht, warum hat das jetzt so wenig Klicks? Okay, es ist einmal wahrscheinlich die Map und du bist es. Naja, und ich hoffe, ich konnte diesen Fehler jetzt beheben. Vielleicht ist es aber auch, weil wir die ganze Zeit nur verkaufen. Ich weiß es nicht. Leute, ich brauche mehr Klicks. Nee, also, ich find's super. Die Map ist einfach wunderschön. Das Problem ist halt, die gibt's halt im Spiel, ne? Im Mod-Hub. Und meistens sind ja so... Ja, die Maps im Mod-Hub. Spielen nicht so viele. Kannte auch kaum jemand hier die Map. Obwohl die im Spiel runterzuladen ist, kannte die kaum jemand. Ganz komisch. Also wie gesagt, wenn jemand sich für die Map interessiert, die gibt es im Spiel zu downloaden. Einfach auf Mods. Ich bin zufrieden, dass die Handwerker Ruhe gegeben haben. Zumindest habe ich sie nicht gehört. Vielleicht habt ihr sie im Hintergrund gehört, weil ich habe ein Headset auf und Traktorgeräusche. Wenn ja, dann tut mir das leid. Ich gehe rüber und hau denen das nächste Mal auf die Fresse. Und nein, ich bin kein aggressiver Typ. Sowas würde ich nie machen. Ich würde eher rübergehen und klingeln und sagen, Entschuldigung, wie lange geht das ungefähr noch?
Und wenn die sagen, bis übermorgen, okay. Und dann bin ich wieder weg. Ja. So. Das ist der Wahrheit, ey. So, 2630, ja, das war jetzt aber nicht so erfolgreich. Aber immerhin, wir haben 53.000 knapp. Ja, nice. Also mir gefällt's. Warum blinke ich denn jetzt? Die ganze Zeit blinke ich nicht. Und jetzt blinke ich einfach so. Ja, das nenne ich mal Business. Könnt ihr mal gucken? Naja, 29874 sind die Felder, die ich habe. Und die Weiden. Lohnt es sich überhaupt noch ein Feld zu kaufen schon? Ich glaube ehrlich gesagt überhaupt nicht, nein. Weil... Let's Play und so. Da muss man ja erstmal ein bisschen was erreichen und dies und das. So einfach ist es nicht. Nee. Also ein Feld kaufen macht jetzt erstmal keinen Sinn. Ich würde sagen, mit dem, was wir haben, können wir auch direkt in die BGA dann einsteigen. Ne, wir haben Feld 7, Feld 8, was sich sofort eignet als BGA-Feld. Feld 9 eigentlich, ja, hat eine blöde Feldeinfahrt, die ist am Weg hinten. Fast am Hof. Aber Feld 7 und 8 auf jeden Fall sind super Einstiegsfelder für die BGA. Die anderen werde ich noch mit Sojabohnen dann wahrscheinlich besamen. Einsamen. Und, ja... Bisschen Geld machen. Ist ja wichtig. Denn ohne Moos nichts los. Das ist leider wie im Spiel auch so in der Realität. Oder andersrum. Aber wir kriegen das hin. Gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen das. Und es ist 20 Uhr. Zeit für den Feierabend. Das heißt, ich werde jetzt hier noch den Hänger einpacken, den Traktor abstellen. Und dann war es das für diese Folge auch schon wieder. Dann habe ich jetzt die ganzen Lager leer gemacht. Einen Vorrat gibt es nicht für schlechte Zeiten oder so. Wer braucht einen Vorrat? Mir geht's gut. Ja. Ich bin kreditwürdig. Und sehr schön. Dann meinen schönen 1455. Jawohl. Motor aus. Aussteigen. Angucken. Ich putze ungern meine Fahrzeuge. Es gibt ja ganz viele Leute, die ständig ihre Fahrzeuge putzen. Ich bin da eigentlich gar nicht so der Typ. Ich lasse sie meistens so dreckig, wie sie sind, weil ich das schön finde. Weil was ist denn ein geputztes Fahrzeug, wenn es so glänzt und... Ist der schon mal gefahren oder ist das ein Ausstellungsstück? Ich weiß nicht. Naja, aber das ist ein Thema vielleicht fürs nächste Mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so Putzteufel seid oder ob ihr das einfach so dreckig lasst, wie es ist, weil es hammermäßig aussieht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert unseren Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Aro. Tschüss.